Good news, oder? Nachdem jetzt alle Panik hatten, kam jetzt vor ein paar Tagen auf der Webseite des Bundes kam die Entwarnung, Stromversorgungslage im Winter angespannt, aber nicht gravierend gefährdet. Man musste ein bisschen lesen. Also es gibt immer noch Szenarien, zum Beispiel wenn Roland nicht dafür schaut, dass die Kernkraftwerke sauber laufen, dann gibt es immer noch Szenarien, wo es dunkel werden kann, aber man ist offenbar der Meinung, dass die Lage etwas entspannter ist. Das auch schon sicher auch vor dem Hintergrund, dass die Gasspeicher in Europa relativ vernünftig gefüllt sind. Die Studie können Sie gerne lesen, steht viel drin, ist vermutlich wahr. Also vielleicht kommen wir noch mit einem blauen Auge davon, wäre ja schön. Das Gute für uns Schweizer ist auch, dass unsere Stauseen gut gefüllt sind. Da sehen Sie da die Jahreskurve, wie die Stauseen, Füllgrad der Stauseen. Im Frühling sind die tief, wenn das Wasser nicht ins Stausee fließt. Und dann im Herbst sind die im Maximum gefüllt, dass wir wieder genügend haben für den Winter. Und jetzt hat es zwar nicht gut geregnet dieses Jahr, aber es war überdurchschnittlich warm. Deswegen schmelzen wir die Gletscher ab. Das wird nicht ewig gut gehen, aber im Moment geht es noch gut. Also alles, was am Gletscher wegschmilzt, geht halt in den See. Und wenn es halt im Oktober und November so warm ist wie jetzt, dann regnet es bis in große Höhen. Das fließt alles auch in den Stausee. Es fehlt dann in der Schneeschmelze im Frühjahr, glauben Sie es mir. Aber im Moment ist gut. 7000 Gigawattstunden sind in den Seen drin, von dem her Glück gehabt. Die haben sich nochmal gefüllt bei uns. Also die Trockenheit wirkt sich bei uns in den Speichern nicht so aus. Sicher ein Grund, warum diese Studie jetzt zu einem relativ guten Schluss gekommen ist. Gas, das ist die Situation halt, wie sie ist. Wir haben keinen Gasspeicher in der Schweiz. Beim Wasser haben wir wenigstens einen. Beim Gas haben wir keinen. Ich rufe Ihnen nochmal in Erinnerung, 15% der schweizerischen Energieverbrauchs ist Gas, 44% davon kommt vom großen Bruder im Osten. Und ich weiß auch nicht, wir werden sehen. Ne? Wissen Sie es noch? Das ist 5 Jahre her, ich staune immer wieder. Vor 5 Jahren, wenn einer das gesagt hätte, was ich jetzt sage, wäre wahrscheinlich mit Eiern beworfen worden, ich weiß es auch nicht. Aber die Leute fragen immer, ist die neue Energiestrategie schuld? Nein, Energie ist ein sehr langfristiges Geschäft und Infrastrukturentscheidungen sind langfristig. Und deswegen gibt es diese neue Energiestrategie gar noch nicht genügend lang, dass die hätte Wirkung entfalten können. Also die jetzige Krise ist, wie das Jeff Curry gesagt hat, bei den Rohstoffen ist bei uns auch wahr. Bei uns wurden die Grundlagen dafür vor 20 Jahren gelegt und nicht durch die neue Energiestrategie, muss man ehrlicherweise sagen.